So, jetzt sind wir heute in der Lieferhalle da. Das ist also die Zwei-Platz-Halle, wo die Profis trainieren. Da haben wir den Hannes Mühlberger, 17-jähriges Nachwuchstalent aus Oberösterreich. Unter den Fittichen von Hermann Fierler. Servus Hermann. Wir zwar kennen uns ja auch schon ewig, braucht man den Leuten gar nicht sagen, wie lang, sonst wie alt wir sind, genau. Hermann, jetzt sieht man im Hintergrund die Jelena Jankovic da trainieren. Wie ist das für euch so, wenn ihr da jetzt die Gelegenheit habt, also auch mit Weltklasse-Leuten zu trainieren? Es gibt nichts Besseres für junge Spieler, als mit Profis zu trainieren, weil da lernen sie also wie Profis zu arbeiten. Hannes Mühlberger hat letztes Jahr mit der Andrea Petkovic gespielt, mit der Daniela Hantukova. Mit etlichen anderen dieses Jahr spielt er auch wieder mit der Daniela Hantukova und mit der Jelena Jankovic. Ich glaube, mit der Anneke Otterborn. Es gibt also für ihn nichts Besseres, weil er spielt nicht jetzt um zwei Klassen besser, als was er letzte Woche gespielt hat. Ja, jetzt, du bist also einer der vielen Landesverbandstrainer schon seit Jahren und Jahrzehnten. Wenn du sagst, die Weltklasse habt ihr da zu Hause, was bedeutet das? Wie haben die Burschen da Gelegenheit, ein bisschen zuschauen, die Mädels? Ja, natürlich schauen sie die Matches auch an, aber meine, der direkte Kontakt im Training, also der ist ja unbezahlbar. Weil ich meine, erstmal, sie spielen miteinander, sie reden miteinander, sie hören viel über Tennis, sie leben Tennis. Und außerdem trainieren sie dann auf dem Niveau vom ersten Punkt, wo sie gefordert sind, dass also nicht im Alltagsleben also stattfindet. Super, also bis jetzt ist das Sparring gut, weil die Jelena Jankovic ist ja bereits in Runde 2. Jetzt warten wir ab, wie es heute der Daniela Hantuchover geht. Ne? Und sie hat extra, sie hat gestern mit dem Hannes gespielt und hat extra heute verlangt, mit ihm zu spielen. Also das ist ja praktisch wie eine Auszeichnung. Super, jetzt bin ich gespannt, wann du verlangst, mit mir zu spielen. Das werde ich nicht mehr erleben, glaube ich. Danke, servus. Gut, danke.